1983. Ein neuer Wind wehte über dem Justizpalast von Palermo. Es sprach sich herum, dass Ermittlungen gegen Personen eingeleitet worden waren, die wir bis dahin für unantastbar hielten. Die Cousins Ignazio und Nino Salvo waren die reichsten Männer Siziliens. Wir nannten sie die Herren 10%. Dank ihren Verbindungen zur Democrazia Cristiana hatten sie den Zuschlag für die Einziehung der Steuern erhalten und kassierten eine Provision, die dreimal so hoch war wie im übrigen Italien. Es gab Gerüchte, dass sie zum Dunstkreis der Mafia gehörten. Einige verdächtigten sie sogar, dass sie rituell aufgenommene Mitglieder seien. Eingeleitet hatte diese Ermittlungen Richter Rocco Chinnici. Er umgab sich mit einer Gruppe junger Ermittlungsrichter, zu der Giovanni Falcone und Paolo Borsellino gehörten. Chinnici hatte sie angewiesen, ihre Untersuchungen auf die Bankkonten der Unantastbaren auszudehnen. Damit verstieß er gegen ein Tabu. Am 29. Juli 1983, morgens um 8.05 Uhr, erschüttert eine Explosion die Innenstadt. Toto Riina hatte Palermo in ein Schlachtfeld verwandelt. Ich weiß ganz sicher, dass der Mord an Dottore Chinnici, dieses Blutbad, von den Cousins Ignazio und Nino Salvo bei Toto Riina in Auftrag gegeben wurde. Rocco Chinnici war Staatsanwalt und Ermittlungsrichter beim Gericht in Palermo. Also liefen alle Prozesse durch seine Hände. Er war ein unbescholtener Beamter und hatte diese Strukturen zusammen mit Dottore Falcone geschaffen. Er hatte um sich all diese jungen Staatsanwälte versammelt. Dottore Falcone, Dottore Borsellino. Er war nicht manipulierbar oder sonst wie zugänglich. Absolut nicht. Also kam der Auftrag, Dottore Chinnici zu töten. Das war der erste Anschlag mit einer Autobombe. Die Botschaft war immer dieselbe. Wenn wir etwas erreichen wollen, dann erreichen wir das auch. Also entweder du machst den Weg frei oder du endest ebenso. Es gibt keinen Schutz. Das war die Botschaft. Entweder du spielst mit oder es gibt nichts und niemanden, der dich retten kann. Der Staat kann dich nicht schützen. Wir kriegen dich. Wenn nicht heute, dann morgen. Aber wir kriegen dich. Während der Beisetzungsfeierlichkeiten für Rocco Chinnici galten unsere Blicke den Richtern Falcone und Borsellino. Sie wurden beide in einem Arbeiterviertel von Palermo geboren, der Calza. Sie waren gute Freunde und wir sahen sie oft zusammen. Im Verlauf einer Anhörung hatten wir gehört, wie Falcone aussagte, er und Chinnici wüssten, ihr Leben sei in Gefahr. Damals war die Mafia für beide noch eine Grauzone. Es war ein sizilianischer Mafioso, Tommaso Buscetta, ein gesuchter Drogenhändler, der den Schleier lüftete. Er wurde in Brasilien festgenommen und anschließend ausgeliefert. Wir sahen im Fernsehen, wie er in Rom das Flugzeug verließ, die Handschellen diskret unter einer Decke verborgen. Wir wussten nicht, dass Richter Falcone ihn in Brasilien vernommen und dabei festgestellt hatte, dass Buscetta voller Hass war und erfüllt von dem Wunsch nach Rache an Toto Riina. Buscettas Aussagen, die ich damals als epochal bezeichnet habe, waren in mehrfacher Hinsicht von immenser Bedeutung.
Da waren zum ersten natürlich seine Angaben über eine ganze Reihe von Mafiosi und die Delikte, die sie begangen hatten. Dazu kam eine Reihe von anderen Hinweisen, die für die Fortsetzung unserer Ermittlungen wichtig waren. Aber nicht weniger wichtig war seine Beschreibung des Innenlebens der Cosa Nostra. Durch Buscetta lernten wir ihre Organisation, ihre Struktur kennen. Wer hätte gedacht, dass die Cosa Nostra eine vertikale, pyramidenförmige Struktur hat, die aus mehreren Mafia-Familien besteht, an deren Spitze die Kommission steht? So nennen sie sie entweder Kommission oder Cupola. Bis dahin tappten wir im Dunkeln, wenn wir versuchten, hinter die Geheimnisse der Cosa Nostra zu kommen. Quali erano i segreti di Cosa Nostra? Buscetta ci ha acceso le luci. Buscetta hat all das für uns ausgeleuchtet, so dass wir endlich Klarheit über diese Dinge bekamen. Tutto questo è accaduto, a mio parere. Meiner Meinung nach wurde das Ganze durch das Zusammenwirken von zwei Faktoren bewirkt. Ciascuna delle quali è legata all'altra, le due componenti. Primo. Der erste Faktor war Riina selbst. Der zweite Falcone. Secondo, il colpevole è Falcone. Mit seiner Strategie des Terrors innerhalb der Cosa Nostra hatte sich Riina Buscetta zum Todfeind gemacht. Da Riina an Buscetta selbst nicht herankam, ließ er seine beiden Söhne umlegen, die in Palermo wohnten und mit der Mafia nichts zu tun hatten. Auch der Ehemann seiner Tochter wurde umgelegt und einer seiner Brüder und dessen Sohn. Da musst du kein Mafioso sein, um rot zu sehen. All das wurde von Riina veranlasst, weil sie Buscetta nicht töten konnte. Also, Tatsache ist, dass Riina bei Buscetta diese Wut, diesen unbändigen Wunsch nach Rache ausgelöst hatte. Aber Buscetta war nicht in der Lage, so zu reagieren, wie er es gern getan hätte. Er hatte sich ja nach Brasilien abgesetzt. Aber dann taucht Falcone auf. Und Falcone ist in den Händen Buscettas besser als eine Kalaschnikow. Um nicht abgehört zu werden, besprachen sich Falcone und Borsellino oft in den Korridoren des Justizpalastes. Ob sie sich erinnerten, dass sich bereits 10 Jahre zuvor, 1974, ein anderer freiwillig bei der Polizei von Palermo gemeldet hatte, um, von Reue getrieben, alles zu erzählen, was er über die Cosa Nostra wusste? Er hieß Leonardo Vitale, ein kleiner Mafioso aus Palermo. Die Anwälte der Männer, die er beschuldigte, verlangten ein psychiatrisches Gutachten, das seine Unzurechnungsfähigkeit beweisen sollte. Die Gutachter wagten nicht, zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Alle Angeklagten wurden freigesprochen. Nur Vitale wurde verurteilt. Zu 10 Jahren in einer psychiatrischen Anstalt. Bei seiner Entlassung wurde er von einem Journalisten interviewt, Giuseppe Marazzo. Das war 1984, im gleichen Jahr, als sich Buscetta entschloss, denselben Weg zu gehen wie Vitale. Ebbe il coraggio di parlare. E io coraggio ne ho avuto sempre poco. Ne ho avuto poco, perché? Perciò che lei diceva il coraggio di parlare. Io coraggio ne ho avuto sempre poco. Perché quello che disse non dimostrò coraggio. Eh? No, perché mi hanno accusato di essere pazzo, perciò semmai ha potuto dimostrare pazzia. Invece non lo è lei. Eh? Lei parlò lucidamente. Quando disse com'era organizzata la mafia delle borgate, i collegamenti con la mafia centrale, voglio dire, allora lei non era pazzo, era uno che voleva parlare. Ecco, che cosa la spinse a parlare? Ma in carcere lei subiva minacce? Sì. Che le facevano? Vabbè, ma non è il caso di parlare.
Die Operation Buschetta, nennen wir sie mal so, das heißt, die Sichtung all seiner Aussagen, die Suche nach Beweisen und der Erlass von 365 Haftbefehlen. All das zog sich über 2 Monate hin. Und keiner wusste, dass Buschetta mit der Justiz zusammenarbeitete. Ich weiß nicht, wie oft so etwas in Italien schon passiert ist, in der italienischen Justiz, um genau zu sein. Es waren nur 10, die davon wussten, und am Ende die Polizei. Aber das waren die Einzigen. Und es war ja nicht gerade eine unwichtige Information. Aber nichts drang nach außen, nicht mal ein Verdacht. Deshalb konnten auch die Haftbefehle zum größten Teil vollstreckt werden, weil sie nicht damit gerechnet hatten, weil nichts durchgedrungen war. Am 29. September 1984 hörten wir in ganz Palermo die Sirenen der ausschwärmenden Polizeiwagen. Aufgrund der Ermittlungen der Richter Falcone und Borsellino waren 365 Haftbefehle erlassen worden. Am 12. November 1984 ließen sie auch die beiden Salvos wegen Zugehörigkeit zur Mafia festnehmen. Die Masken fielen. Aber ein Mann war immer noch flüchtig. Toto Riina. Bei Prozessbeginn bestand die Akte aus 1 Million Seiten. Und die Anklageschrift, in der alle prozessrelevanten Fakten zusammengefasst waren, bestand aus 8000 Seiten. Aber zuerst musste ein Problem gelöst werden, das normalerweise bei einem Prozess nicht besteht. Wo sollte er stattfinden? Im Justizgebäude von Palermo? Das ist ein sehr schönes, großes Gebäude, imponierend, würde ich sagen. Aber wohin mit den 475 Angeklagten? Wohin mit 300 Verteidigern? Dann die Presse, die Medien aus aller Welt, sogar aus China und Japan. Es gab keinen geeigneten Raum. Es fiel also die Entscheidung, dass ein riesiger Raum gebaut werden müsse. Und zwar direkt am Ucciardone-Gefängnis, damals das einzige Gefängnis in Palermo. Warum dort? Wäre dieser Raum auch nur 1 oder 2 Kilometer vom Gefängnis entfernt gewesen, hätten jeden Tag Hunderte von extrem gefährlichen Mafiosi, unter ihnen alle Mafiabosse, vom Gefängnis zum Verhandlungsraum und nach der Verhandlung wieder zurück zum Gefängnis transportiert werden müssen. Das hätte nicht nur unglaubliche Sicherheitsprobleme verursacht, sondern auch ein Riesenaufgebot an Männern und Mitteln erfordert. Es war also eine geniale Idee. Nämlich diesen Raum unmittelbar neben dem Ucciardone zu errichten. Es reichte, einen Durchgang zwischen Gefängnis und Verhandlungsraum zu bauen. Und das enorme Aufgebot an Männern und Mitteln hatte sich erübrigt. Daher die Entscheidung für diesen Ort. Dabei gibt es noch einen anderen sehr vielsagenden Punkt, der meiner Meinung nach etwas beweist, das eigentlich selbstverständlich ist, nur eben in Italien nicht. Wenn der Staat will, dann schafft er unglaubliche Dinge. Dieser Bau, dieser riesige Raum, dessen Außenwände selbst dem Beschuss mit einer Panzerfaust standhalten könnten, ist ein enorm solides Bauwerk. Und es stand nach nur 6 Monaten. Sie werden in Italien nicht viele öffentliche Bauten finden, die in 6 Jahren errichtet wurden. Der Bau bekam schnell Beinamen. Der Bunkersaal. Der Gerichtsbunker. Niemand glaubte an seine Fertigstellung. Wir waren überzeugt, dass die Gleichgültigkeit der Behörden, die Manöver der mafianahen Politiker und die unverhüllten Drohungen der Cosa Nostra das Projekt verhindern würden. Wir hatten Unrecht. Trotzdem ließen uns 3 Morde, die auf Befehl Riinas begangen wurden, befürchten, dass der Maxi-Prozess nicht stattfinden würde. Am 2. Dezember 1984 wurde Leonardo Vitale erschossen.
Ein eindeutiges Signal an alle Aussagewilligen. Sieben Monate später, am 28. Juli 1985, ließ Riina Beppe Montana ermorden. Den Chef der Fahndungsgruppe. Im Monat darauf massakrierte ein mit Kalaschnikows bewaffnetes Killerkommando Nini Kassara den stellvertretenden Direktor der Kriminalpolizei vor den Augen seiner Frau, als er nach Hause kam. Riina schlug zu, wann und wo er wollte. Aber die Richter Falcone und Borsellino ließen nicht locker. Am 10. Februar 1986 begann also im Hochsicherheitstrakt der erste historische Maxi-Prozess gegen die Mafia. Die Presse hatte schon im Vorweg über die Angeklagten, über die Geschichte des Verfahrens, über die Inhalte der Anklageschrift berichtet. Und über den Saal, das Raumschiff, wie er genannt wurde. Damals war noch nicht klar, wie lange es dauern würde. Der damalige Gerichtsvorsitzende Dottore Alfonso Giordano war auf Zivilrecht spezialisiert. Er hatte mit Strafrecht nichts zu tun. Er war Richter und Jurist, sicher. Aber er hatte immer nur mit Zivilrecht zu tun gehabt. Warum also wurde gerade Giordano mit der Prozessführung beauftragt? Weil es allen anderen Richtern, die eigentlich Anwärter auf den Vorsitz waren, irgendwie gelang, diesen Auftrag von sich fernzuhalten. Ich spreche hier von Kollegen. Ich möchte keinen Namen nennen. Aber das sollte einem schon zu denken geben. Mit den Schöffen dagegen hatten wir keine Probleme. Anders als damals in Turin im Prozess gegen die Roten Brigaden. Sie nahmen den Auftrag ohne weiteres an, das möchte ich betonen, und ich sage das als Sizilianer. Ein Schullehrer, ein Postangestellter, Menschen, die ein ganz anderes Leben hatten, mussten nun den Senat bilden, der über die schlimmsten Mafia-Bosse und die verabscheuungswürdigsten Delikte zu urteilen hatte, die vorstellbar sind. Dabei waren auch sie Sizilianer aus Palermo. Aufgrund dieser geradezu chirurgischen Operation stellten wir 475 Anklagen für den Maxi-Prozess zusammen. Die Angeklagten stellten einen Querschnitt durch die Welt der Mafia dar. Vom Killer über den einfachen Drogenhändler bis hin zu den Mafia-Bossen war alles vertreten. Zum ersten Mal musste sich ein Gericht mit einer der grundsätzlichen Regeln der Cosa Nostra auseinandersetzen, die in diesem Fall eine wichtige prozessuale Bedeutung hatte. Und zwar, die wichtigsten Tötungsdelikte hätten ohne die Billigung, ohne die Beteiligung der Kommission, also der Gruppe an der Spitze, nicht begangen werden können. Das hieß logischerweise auch, dass dieser Gruppe zur Last gelegt wurde, diese Delikte in Auftrag gegeben zu haben. Das war prozessual ein sehr bedeutender Ansatz, der auf den Kenntnissen über die Cosa Nostra beruhte, die wir dank der Kronzeugen, vor allem durch Buscetta, erlangt hatten. Juristen und Journalisten waren gespalten über das sogenannte Buscetta-Theorem. Es beinhaltete die These, dass keine kriminelle Tat begangen werden konnte, sei es ein Geschäft, Mord oder Erpressung, ohne dass die Bosse vorher informiert waren. Die Bosse waren also Mittäter. Das heißt aber auch, dass nicht nur der Auftragskiller, sondern die Spitze der Cosa Nostra selbst für jede Tat mitverantwortlich war, die auf Sizilien begangen wurde. Zu Beginn jeder Sitzung galt unser erster Blick den Käfigen, in denen die Angeklagten vorgeführt wurden. Michele Greco, das öffentliche Aushängeschild der Mafia, erschien eines Tages ganz in Weiß, als wolle er seinem Spitznamen Ehre machen: der Papst. Am anderen Ende Luciano Leggio, der von Riina gestürzte Capo, der mit seinen protzigen Anzügen und den Zigarren wie ein Gangster aus einer anderen Zeit wirkte.
Zwischen ihnen der Schatzmeister der Cosa Nostra, Pippo Calò. Es fehlte der Hauptbeschuldigte, Toto Riina, nachdem seit 17 Jahren gefahndet wurde. Die Verhandlungstage waren logischerweise nicht alle gleich interessant. Als im April Tommaso Buscetta erschien, war der Raum gerammelt voll. Alle Angeklagten in Untersuchungshaft waren anwesend. Die Nebenkläger, hunderte von Journalisten und Schaulustigen, die stundenlang draußen Schlange gestanden hatten, um den Boss der zwei Welten nicht zu verpassen, von dem bis dahin lediglich ein paar Fotos kursiert hatten. Dann öffnete sich die Tür ganz hinten im Raum und einige Polizeibeamte traten ein. Sie eskortierten einen in der Tasche, als würde er eine Pistole halten, ging einer der Polizeichefs von Palermo und engsten Freunde von Giovanni Falcone, Antonio Mangarelli. Die erste Gegenüberstellung fand zwischen Buscetta und Pippo Calò statt und blieb auch die einzige. Denn Buscetta machte Calò fertig. Es war geradezu ein Massaker. Das war in gewissem Sinne der Höhepunkt des Verfahrens. Buscetta hatte ein theatralisches Talent, war sehr selbstbewusst, sehr entschlossen, sehr glaubwürdig. Irgendwann schaute er Calò direkt ins Gesicht und erinnerte ihn daran, dass er junge Männer getötet hatte, die praktisch auf seinem Schoß groß geworden waren, Buscettas Söhne. Die beiden waren gute Freunde gewesen. Und wer weiß, wie oft Buscettas Kinder auf dem Schoß dieses Onkels gesessen hatten. Und du, sagte Buscetta dann auf einmal, gerade du hast entschieden, sie umlegen zu lassen. Von Calò kam nichts. Die Stille im Raum war beeindruckend. Als die Gegenüberstellung zu Ende war, gaben alle Verteidiger, die weitere Gegenüberstellungen beantragt hatten, einer nach dem anderen zu Protokoll, dass sie darauf verzichteten. Da wusste ich, dass ich den Prozess gewonnen hatte. Die folgenden Monate waren also ziemlich langweilig. Der Ausgang des Verfahrens war offensichtlich. Die Konfrontation zwischen Buscetta und Toto Riina, die wir uns alle gewünscht hätten, fand in diesem Prozess nicht statt. Aber 7 Jahre später, in Rom, nach Riinas Verhaftung, hatte Buscetta nichts von seiner Wut verloren. Buscetta, può rivolgersi direttamente all'imputato Riina. Presidente, io volevo... No. Posso chiedere? Dica. Io ho ricevuto il confronto con... Già l'ha detto. Lei aveva chiesto il confronto con tutte le persone. Aveva chiesto, ora ho letto queste cose, signor giudice, non voglio fare più confronti con questo signore. Senta, lei ha detto io non voglio essere sottoposto a confronto con Buscetta perché non è della mia statura, è uno che ha troppe amanti. Ma lei che cosa ne sa? Non ho detto amante, ho detto anche tante mogli. Tante mogli, tante donne, vabbè. E io posso dire... E che ne sa lei? Io posso dire che l'ho letto nei giornali, perché tutti i riviste, tutti i giornali ne portano. Poi, signor Presidente, come mio nonno, parto di mio nonno, che io quando mi riferisco di moralità parso della mia famiglia, mio nonno è rimasto vedovo a 40 anni e aveva 5 figli con papà e non ha cercato più moglie, non ha sposato. E mia madre è rimasta vedova a 36 anni, quindi noi viviamo nel nostro paese di correttezza morale. Se lui non vuole parlare con me, io a voi devo farvi conoscere chi è costui, perché lui parla di moralità con me per le donne. Però io vorrei sapere da voi tutti e da lui stesso con quanto coraggio lui può dire a me di moralità quando è l'artefice della fine dei miei cari. Questo individuo può parlare di moralità quando ha ucciso tanta gente innocente. Lui parla di moralità a me. Dov'è la sua moralità, Riina? La faccia vedere. La faccia conoscere. Dov'è
la tua moralità. Moralità? Io ci domanderei, ma no, lasciamo perdere, lasciamo, va. Non siamo perdere. È risata ironica o sarcastica? Lina, lei può non rispondere, però se si diverte o partecipa alla corte perché si diverte o non si diverte. Dunque, non commento. Signor Buscetta, lei ha accennato al fatto che Lina ha fatto uccidere moltissime persone innocenti. Vuole ricordare alla corte quali sono questi omicidi, quelli più importanti che ha deciso Lina o ha fatto Lina? Ma lei sta scherzando? Ma tutti, tutti. Chi è che non si rivolgeva a lui per fare un omicidio? Lei pensa che hanno ucciso i miei figli o li hanno fatto scomparire i miei figli e lui non lo sa. Lui ha deciso tutti gli omicidi che sono successi nel siciliano. Tutti. Lui era il vero capo della commissione. Era lui che decideva. Il 21 novembre del 1987, am 21. November 1987, nach fast 650 Verhandlungstagen, nach endlosen mündlichen Verhandlungen, nach all den Schlussworten und Anträgen der Staatsanwälte und den Plädoyers der fast 200 Anwälte, zog sich der Vorsitzende Richter Giordano mit seinem Beisitzer und den Schöffen zur Beratung zurück. Bevor das Gericht in Klausur ging, bat der Papst der Cosa Nostra ums Wort und gab eine typisch mafiöse Erklärung ab. Dunque, forse c'è Greco che vuole parlare. Cella 19. La serenità è la base fondamentale per giudicare. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore, che lo raccomandò a Mosè quando deve giudicare che ci sia la massima serenità, che è la base fondamentale. E vi auguro ancora, signor Presidente, che questa pace vi accompagnerà nel resto della vostra vita, oggi, a questa occasione, vi accompagni nel resto della vostra vita. Questo io volevo dire, signor Presidente. Va bene. La Corte, per la sua composizione effettiva, si ritira in Camera di Consiglio. La Corte. Die Richter berieten einen ganzen Monat lang hinter verschlossenen Türen. Als sie zur Urteilsverkündung zurück, wurden insgesamt 2655 Jahre Haft verhängt. 19 Mal lebenslänglich ohne Aussicht auf Haftminderung für die Chefs der Cosa Nostra. Falcone und Borsellino hatten die erste Runde gewonnen. Zum ersten Mal hatte die Mafia wirklich vor Gericht gestanden. Und zum ersten Mal waren Bosse der Cosa Nostra zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Auch Lina. Er war vor dem Maxi-Prozess noch nie zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Auch Provenzano bekam lebenslänglich. Die Liste ist noch lang, aber ich erwähne nur die beiden, weil hier vor allem von ihnen die Rede ist. Damit begann eine Phase, die Pax Mafiosa, der Mafia-Frieden, genannt wurde. Auch so eine vielsagende Geschichte. Das heißt, dass die Cosa Nostra während der Berufungsverfahren keine Morde mehr beging. Weil ihr versichert wurde, dass die letzte Instanz, der Kassationsgerichtshof, das Urteil aufheben würde. Wir haben in Italien drei Instanzen. Das Kassationsgericht ist die letzte. Cosa Nostra aveva avuto garanzie che in Cassazione il processo. Nicht, dass dann alles vergessen wäre, aber die Urteile würden erheblich abgemildert. In qualche maniera. Non dico finito. Das hatte der Abgeordnete Salvo Lima versichert. Questa garanzia la diede l'onorevole Salvo Lima. Riina hoffte, er würde sich das Urteil vom Hals schaffen können. Immerhin hatte er sich in Corleone ein Haus gebaut und wollte sich im Alter dahin zurückziehen. Und wenn du dir ein Haus baust, dann kannst du da schlecht als Flüchtiger einziehen. Entschuldigung, aber da willst du als freier Mann hin.
Und er war überzeugt, dass sein Plan aufgehen würde, dass er das Gesetz ändern oder dass sich irgendwas drehen ließe, damit er dann im Alter nach Corleone ziehen könnte. Wir sahen die Bilder der imposanten Villa, die sich Rina hatte bauen lassen, um dort mit seiner Frau, seinen vier Kindern und ihren künftigen Familien zu leben. Um das zu ermöglichen, musste er das Berufungsgericht in Palermo beeinflussen. Also ließ er den vorsitzenden Richter Antonio Saetta zusammen mit seinem Sohn erschießen. Vergebens. Das Urteil gegen Riina wird bestätigt. Nach dem ersten Berufungsprozess ging das Verfahren an den Kassationsgerichtshof in Rom. Wir waren also entspannt. Schließlich war beim Kassationsgericht Corrado Carnevale für alle Verfahren gegen die Mafia zuständig. Nicht für das eine oder andere Verfahren, nein, für alle Mafia-Verfahren. Carnevale hatte eine Regelung eingeführt, nach der er für alle Verfahren gegen die Mafia zuständig war. Und bei denen sprach er systematisch jeden frei. Es bestand also nicht die Gefahr, dass ein Urteil bestätigt wurde. Carnevale fand immer das Haar in der Suppe, also einen Formfehler. Und je wichtiger ein Mafioso war, desto einfacher war es, ihn freizusprechen. Nur wusste das Richter Falcone auch. Also überlegte er sich einen Weg, wie sich vermeiden ließ, dass die Zuständigkeit für alle Mafia-Verfahren bei Corrado Carnevale lag. Allora Falcone. Am 1. März 1991 trat Falcone sein Amt als Generaldirektor der strafrechtlichen Angelegenheiten beim Justizministerium in Rom an. Und was machte er? Er dachte sich eine organisatorische Neuerung aus, die vorsah, dass die Vorsitzenden der Senate beim Kassationsgericht in einem Rotationsverfahren regelmäßig wechseln sollten. Es stand also nicht länger von vornherein fest, welcher Vorsitzende ein bestimmtes Verfahren leiten würde. Was das zur Folge hatte? Nun, Tatsache ist, dass zufälligerweise bei der Verhandlung am 30. Januar 1992 über den Maxi-Prozess nicht der Urteilskiller Corrado Carnevale den Vorsitz innehatte, sondern ein anderer Richter, und zwar Dottore Arnaldo Valente. Und so endete der Prozess, wie er enden sollte, mit einem Desaster für die Cosa Nostra. Kein einziges Urteil wurde aufgehoben, alle wurden bestätigt. Und natürlich brachte die Cosa Nostra dieses Ergebnis mit der sogenannten Falcone-Initiative in Verbindung, was ja auch zutraf. Es war die erste juristische Schlappe der Cosa Nostra. Damit begann ihr, in Anführungszeichen, Niedergang. Warum? Toto Riina kochte vor Wut, lebenslänglich. Das passte ihm gar nicht. Dass sein Traum zerstört wurde, machte ihn wahnsinnig. Er rastete aus. Die Mafia steckte diesen Schlag ein. Es war ein sehr harter Schlag. Und sie reagierte. Wie? Sie brachte Salvo Lima um. Denn für sowas zahlst du mit deinem Leben. Sowas wird nicht mit einer Geldstrafe erledigt. Der Abgeordnete Lima hatte sein Versprechen nicht gehalten. Jeder wusste, dass er auf politischer Ebene der Verbindungsmann zwischen Andreottis Seilschaft in Rom und der sizilianischen Politik war, also der Garant für die Sicherheit der Mafia-Clans. Ich habe allerdings nicht damit gerechnet, dass Toto Riina so weit gehen würde, seine Tötung in Auftrag zu geben. Die brutale Hinrichtung des mächtigsten Politikers der Insel löst eine Welle der Panik unter den sizilianischen Spitzenfunktionären der Democrazia Cristiana aus. Sie alle hatten von der Wahlunterstützung durch die Mafia profitiert und standen in ihrer Schuld. Es war ihnen anzusehen, dass sie sich fragten, wer ist der Nächste? Am nächsten Abend ging ich zum Aperitif zu Giovanni Falcone nach Hause. Falcone war da, seine Frau,
Paolo Borsellino und ich. Wir wollten besprechen, welche Bedeutung der Mord an Lima für uns hatte. Wir kamen alle zu der gleichen Einschätzung, dass der Burgfriede, die Versicherungspolice, von der Borsellino in Bezug auf den Maxi-Prozess gesprochen hatte, abgelaufen war. Borsellino hatte 1984, als der Prozess begann, gesagt, die Ereignisse haben ihm recht gegeben, dass sie uns bis zum endgültigen Urteil nicht töten würden. Weil auch der Mafia war klar, wenn sie Borsellino oder Falcone während des Maxi-Prozesses umlegen ließen, würde das Urteil noch härter ausfallen. Daher meinte Paolo, und er hatte vollkommen recht, solange der Prozess läuft, kann uns nichts passieren. Aber sobald das Verfahren, das für sie kein gutes Ende nehmen wird, abgeschlossen ist, dann, das sagte er wörtlich, ist die Kacke am Dampfen. Der Mord an Lima war die Bestätigung dafür, dass die Mafia nicht die Absicht hatte, das Urteil einfach so hinzunehmen. Ich erinnere mich noch genau an den Satz, mit dem Falcone uns an der Tür verabschiedete. Die Wahrheit ist, dass ab jetzt alles Mögliche passieren kann. Es war klar, was er mit alles Mögliche meinte. Qui c'era l'autostrada. Questa è la croma di Giovanni Falcone, guidata da Giovanni Falcone. Non esiste più il davanti. E questa è la voragine. Saranno almeno 10 metri. Tutta la sete autostradale è stata distrutta, non esiste nemmeno più la barriera laterale. Sie benutzten einen Entwässerungskanal, der unter der Autobahn hindurchführte. Sie nahmen einen Einkaufswagen, einige sagen, es könnte auch ein Skateboard gewesen sein, und darauf wurden die Behälter mit dem Sprengstoff geladen, circa 400 Kilogramm TNT, und dann ferngezündet. Nur Sekundenbruchteile später und es hätte Falcones Auto voll erwischt. Stattdessen wurde das vor ihm fahrende Fahrzeug zerrissen, in dem Antonio Montinaro am Steuer saß. Aber die Explosion und die Druckwelle haben das gesamte Vorderteil von Falcones Wagen zerstört. Francesca und Giovanni wurden gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Dabei starben sie. An dem Tag war die Spannung schon etwas geringer, weil wir bereits die beiden Wochenenden vorher darauf gewartet hatten, dass Dottore Falcone vorbeikommen würde. Der erste Hinweis, dass die Sache heute steigen würde, kam von Domenico Ganci. Er hatte nämlich gesehen, dass vor dem Haus, in dem Dottore Falcone wohnte, die Autoeskorte mit den gepanzerten Wagen losgefahren war, um ihn abzuholen. Also fuhren wir, Joey, Battaglia, Biondino, der an der Parkbucht ausstieg, und ich hin, um startbereit zu sein. Joey sollte die Geschwindigkeit des Konvois checken. Bevor er raufging, kroch er in das Kanalrohr, um die Zündleitung mit dem Empfangsgerät zu verbinden. Die waren ja noch nicht miteinander verbunden. Ab da lag alles an mir und Joey. Als Joey sie kommen sah, als sie auf der Höhe des weggeworfenen Kühlschranks waren, der unser Anhaltspunkt war, als Joey da mach sagte, war ich wie blockiert, vollständig gelähmt, als hätte er gegen eine Wand gesprochen.
Dann sagt er zum zweiten Mal, mach, schon etwas lauter. Aber es war immer noch, als würde jemand meine Hand festhalten. Es war ja kein Druckknopf, sondern ein Hebel. Als Joey zum dritten Mal mach rief, mit noch lauterer Stimme, kämpfte ich immer noch dagegen an, aber dann drückte ich instinktiv den Hebel. Ich merkte, dass der Sprengstoff nicht auf einmal explodiert war, sondern in einer Art Dominoeffekt. Ich hörte, wie die durch die Luft geschleuderten Trümmer aufschlugen. Jede Menge Alarmanlagen in der Umgebung gingen los. Wir fuhren zurück nach Palermo. Ich erinnere mich, als wäre es gerade geschehen. Als wir den Fernseher einschalteten, liefen die Nachrichten. Und unten war ein Crawl, also dieser Streifen mit den Eilmeldungen. Und da stand, dass Dottore Giovanni Falcone ermordet worden sei. Bei der Übertragung der Trauerfeier, als die Freundin oder Frau von einem Beamten der Eskorte das Wort ergriff, als der Priester ihr das Mikrofon reichte, damit sie zu hören war, als sie sagte, bereut, da habe ich es nicht mehr ausgehalten und musste umschalten. Das konnte ich nicht ertragen. Sappiate, che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Am Tag der Beerdigung regnete es in Palermo. Als Giovanni Falcones Sarg, bedeckt von seiner roten Richterrobe, durch die Menge getragen wurde, riefen wir spontan seinen Namen und begannen ihm zu applaudieren, als sei er noch unter uns, lebend. Wir hatten diesen Mann geliebt und sein Tod ließ uns das noch schmerzlicher spüren. Als die Politiker und die Offiziellen mit ihrer aufgesetzten Betroffenheit aus der Kirche traten, konnten sich die Jüngeren unter uns nicht zurückhalten und überschütteten sie mit einem Hagel aus Schimpfworten und Münzen. In dieser Zeit, das ist eine Tatsache, nahmen zwei Offiziere der Carabinieri Kontakt mit Vito Ciancimino auf. Und zwar, weil Ciancimino enge Beziehungen zu den Corleonesi hatte. Zu Riina, zu Provenzano, jedenfalls zur Cosa Nostra. Und so begannen die sogenannten Verhandlungen. Sostanzialmente quella che comunemente viene chiamata trattativa è un termine su cui über das Wort lässt sich streiten, aber es macht klar, was gemeint ist. Es ging darum, herauszufinden, was die Mafia wollte, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Schließlich gab es nach dem Mord an dem Abgeordneten Lima im März 92, nach dem Mord an Falcone, seiner Frau und seinen drei Leibwächtern, jede Menge Gründe für die Befürchtung, dass diese Strategie fortgesetzt werden würde. Mit dem Blutbad von Capaci, also dem spektakulären Anschlag auf Falcone, hatte Riina zwei Ziele verfolgt. Erstens wollte er seinen schlimmsten Feind beseitigen. Und das gelang ihm, indem er ihn in die Luft sprengte. Zweitens jagte er dadurch sämtlichen Institutionen Angst ein. Er tobte sich aus, er demonstrierte seine Schlagkraft. Er machte also ein Papello. In Sizilien ist das ein Antrag, und zwar einer, den du nicht ablehnen kannst. Wenn du willst, dass ich nicht mehr gegen dich kämpfe, musst du meine Bedingungen akzeptieren. Er forderte die Wiederaufnahme des Maxi-Prozesses. Aber das war einfach nur anmaßend. Keine politische Macht kann die Wiederaufnahme eines Prozesses anordnen. Das Problem, das sich daraufhin stellte und auch diskutiert wurde, war, ist es ethisch vertretbar, mit Mördern zu verhandeln, mit Mafiosi? Kann uns das jemals einen Vorteil verschaffen, für den es sich lohnt, mit ihnen zu kollaborieren?
a collaborare con loro? Ich sehe Ina noch vor mir. Er war stinksauer, fuchsteufelswild, nachdem sie seine Forderungen abgelehnt hatten. Weil sie überzogen waren. Um ehrlich zu sein, wüsste ich auch nicht, wer sie hätte annehmen sollen. Vor allem, solange Dottore Borsellino noch am Leben war. Mehr sage ich nicht dazu. La paura, guardi, sarebbe assurdo sostenere che paura non se ne prova. Ci sono dei momenti in cui la paura si prova. L'importante è che assieme alla paura ci sia il coraggio. Io penso. Ich glaube, dass die Aufnahme dieser sogenannten Verhandlungen die Ermordung Borsellinos beschleunigt hat. Abbia accelerato l'uccisione di Borsellino. Sie führte dazu, dass die Cosa Nostra zu der Ansicht kam, sie müsse ihre Verhandlungsposition stärken und dem Staat einen weiteren Schlag versetzen. Dando allo Stato un'altra botta. Immagini agghiaccianti. La mafia ha assassinato Paolo Borsellino, diventato il nemico numero uno della criminalità organizzata dopo la strage di Capaci e la morte di Giovanni Falcone. Questa volta forse più che di strage sembra si debba parlare di ecatombe. Una scena apocalittica. È toccato a me per Ich stand als erster vor den leiblichen Überresten von Paolo Borsellino. Quello che restava di Paolo. Und ich hatte große Mühe, ihn wiederzuerkennen. Er war vollkommen verbrannt. Riconoscerlo perché era bruciato. Dopodiché, was danach geschah, ich erinnere mich an nichts mehr. Da ist nur absolute Dunkelheit. Il buio più totale. Wir sahen die Bilder der Verwüstung im Fernsehen. Als Falcones und Borsellinos Vorgesetzter Richter Antonino Caponnetto, ein Gerechter unter den Gerechten, erschüttert am Tatort eintraf. Non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponnetto? Perché è finito tutto? Perché non mi faccia dire altro. Non mi faccia dire altro. Am nächsten Tag hatte sich dieser so zerbrechlich wirkende Mann wieder gefangen. Sein Zeichen, seine Entschlossenheit war ein Signal für alle, die, wie er, den Kampf gegen die Cosa Nostra fortsetzen und Riina zur Strecke bringen wollten. Bei der Trauerfeier für die Männer von Borsellinos Eskorte wollten wir in die Kathedrale. Um sie zu ehren und unsere Wut über die Repräsentanten des Staates auszugießen, die aus Rom gekommen waren und die in unseren Augen durch ihre Untätigkeit zu Riinas Komplizen geworden waren. Am Ende wurden die Sperren aufgehoben. Der Präsident der Republik und der Direktor der nationalen Polizei wurden nur verschont, weil Staatsanwalt Giuseppe Ayala vor die Menge trat und rief: Raus mit der Mafia aus dieser Kirche! Auch mit diesem Blutbad hatten sie nichts erreicht. Ich sehe Reina noch vor mir, stinksauer, mit einer finsteren Miene. Nicht redselig, wie sonst. Sonst hatte er sich immer damit gebrüstet, dass er es ihnen gezeigt hatte. Aber diesmal nichts dergleichen. Er war in sich zurückgezogen und düster. Dann sagte er, ich solle sofort mit der Planung für das nächste Attentat beginnen. Inzwischen kümmerte ich mich um die Ermordung von Ignazio Salvo. Die gehörte zu den Rechnungen, die beglichen werden mussten. Salvo hatte sich nicht genug für ein erfolgreiches Ende des Maxi-Prozesses engagiert. Die Leiche von Ignazio Salvo, der eines Abends auf dem Grundstück seiner Villa am Meer erschossen wurde, zeugte von der mörderischen Wut, die Riina gegen seine ehemaligen politischen Alliierten hegte und die seine Killer ohne Gewissensbisse exekutierten.
Schauen Sie, es ist nicht so, dass ich mich meiner Verantwortung entziehen will. Insgesamt bin ich für ca. 100 Morde verantwortlich. Diese 100 Morde oder wie viele es auch sein mögen, ich habe sie nie gezählt. Also diese Morde habe ich nicht alle selbst ausgeführt. Mittlerweile war ich Mitglied der Kommission. Das heißt, bei allem, was passierte, übernahm ich die Rolle des Auftraggebers. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie viele Morde ich selbst begangen habe. Auch wenn es 100 gewesen wären, das war alles im Rahmen der Familie. Ich dachte, ich sei ein mächtiger Mann, unantastbar. Ich dachte, ich sei der Allmächtige. Über mir sei keiner. Dann ist mir klar geworden, dass ich selbst zur Zielscheibe geworden war. Tatsächlich habe ich später durch die Aussagen von Salvatore Cancemi erfahren, dass Salvatore Reina irgendwann meinen Tod beschlossen hatte. Er wollte, dass Salvucci, Madonia und ich umgelegt würden. Ich frage mich, wie war es möglich, dass das bis dahin keiner gemerkt hatte, dass Toto Riina nur sein eigenes Süppchen kochte? Schauen Sie, wenn ich auf das alles zurückblicke, dann sage ich mir, verdammte Scheiße, nicht einer hat es überlebt. Alle, die den Mafia-Krieg geführt und Riina zu so viel Macht verholfen haben. Sobald Toto Riina an die Macht kam, hat er nach und nach all diese Leute ersetzt. So wie es ihm gefiel, indem er sie umlegen ließ. So erging es auch Pino Greco und meinem Onkel. Come Pino Greco, come mio zio. Was passiert war? Plötzlich stellte sich Giuseppe Greco gegen Toto Riina. Er war sozusagen Riinas Rivale. Das heißt, er verhielt sich genauso. Wenn Riina merkte, dass jemand seiner Kontrolle entglitt, dass er ihn nicht mehr beherrschen konnte, dann nutzte er irgendeinen Verdacht oder Vorwurf und ließ ihn töten. Riina ließ ihn töten. Er ließ Greco von dessen besten Freunden töten. Er versprach ihnen die Macht, die Giuseppe Greco bis dahin hatte, und übertrug sie ihnen. Selbstsüchtige und Verräter gibt es immer. Eines Morgens besuchten sie ihn. Sie begrüßten einander, gingen rein, und während Greco ihnen den Rücken zudrehte und den Espresso aufsetzte, wurde ihm in den Kopf geschossen. Einer der beiden Killer war Giuseppe Lucchese, der andere Vincenzo Puccio. Beide wurden 1986 verhaftet. Puccio wurde dann im Auftrag von Salvatore Riina umgelegt. Ihm wurde in seiner Zelle der Schädel mit einer Grillpfanne eingeschlagen. Das ist so etwas wie eine Konstante bei Riina. Er ließ alle seine Freunde töten, sobald sie zu mächtig wurden und damit in seinen Augen eine Gefahr darstellten. Wir waren wahre Schlechter. Wenn ich daran denke, bekomme ich eine Gänsehaut. Und all das für Toto Riina. Grauenvoll. Ich habe im Auftrag der Cosa Nostra viel Schlimmes getan. Ich habe eine Menge schrecklicher Taten begangen. Dazu gehört auch der Mord an den beiden Brüdern meines Vaters. Ich habe es nicht vermeiden können, weil es beschlossene Sache war, dass Vincenzo Anselmo sterben musste. Das, was sie meinem Onkel angetan haben, war eine Tragödie, weil es überhaupt nicht stimmte, was erzählt wurde, dass er eine Affäre mit einer Frau, mit einem Mädchen hatte. Aber nur so konnten sie das inszenieren. Und ich habe ihn nicht retten können.
Ich habe es versucht, als ich davon erfuhr. Ich wollte mich mit Totorina treffen, aber er wollte mich nicht empfangen. Ich wollte, dass er wenigstens erschossen wird. Ich sagte, ich werde ihn erschießen. Aber sie haben es verboten. Er sollte entführt werden und verschwinden. Ich wusste, was es für einen Unterschied bedeutet, erwürgt oder erschossen zu werden. 100.000 Mal besser erschossen, als erwürgt zu werden. Wenn du erschossen wirst, stirbst du innerhalb von 3 Sekunden. Mit einem Strick um den Hals dauert es lange und es ist grausam. Grausam, grausam, grausam. Dann erfuhr sein Bruder, dass er verschwunden war. Der andere Bruder meines Vaters, Salvatore. Onkel Vincenzo starb im Oktober. Anfang November kam die Nachricht, dass Onkel Salvatore zu den Carabinieri gegangen sei, um das Verschwinden seines Bruders zu melden. Die anderen fragten mich, was verdient so einer? Ich sagte, den Tod. Das erledige ich, macht euch keine Sorgen. Ich ging zu ihm nach Hause, erschoss ihn vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder und ging wieder. Bereits beim Einführungsritual wird dir gesagt, dass zuerst die Cosa Nostra kommt. Erst dann deine Verwandtschaft. Zuerst kommt die Cosa Nostra. Das ist wie eine Gehirnwäsche. Zuerst kommt die Cosa Nostra und dann alles andere. Ich konnte mich nicht gegen Totorina stellen. Totorina war in Palermo Gott auf Erden. Und wer sich gegen ihn stellte, war verloren, war erledigt. In diesem Klima des Terrors beginnt ein Mann, um sein Leben zu fürchten. Er heißt Baldassare Di Maggio. Riina hatte ihn zu seinem Statthalter in einem Örtchen nahe Corleone gemacht. Aus Angst, ermordet zu werden, verlässt er Sizilien und flieht nach Norditalien. Als er wegen einer Lappalie von den Carabinieri verhaftet wird, packt er aus. Er sagt, er wisse, wie Riina zu schnappen sei. Die Polizei müsse lediglich seine beiden Chauffeure beschatten. Ein Carabinieri-Kommando unter der Leitung eines Hauptmannes, der sich Ultimo nennt, der Letzte der Letzten, stößt nach monatelanger Beschattung auf ein Anwesen in Palermo. Gegenüber wird eine Kamera installiert. Di Maggio identifiziert zunächst Riinas Frau, dann, am 15. Juli 1993, Riina selbst. Die Carabinieri unter Hauptmann Ultimo verhaften ihn an einem Kreisverkehr an der Ringstraße von Palermo. Es ist das Ende einer 24-jährigen Fahndung. An dem Tag hätten wir uns treffen sollen. Nicht die gesamte Kommission, aber zumindest der Kern, die Riina am nächsten standen. Wenn die Carabinieri sich geduldet hätten, um zu sehen, wohin er fahren würde, dann hätten sie einen großen Teil der Cosa Nostra-Bosse festnehmen können. Aber das sagt sich hinterher leicht. Ich kann mir denken, für die Carabinieri war in dem Moment die Versuchung zu groß, ihm die Handschellen anzulegen. Sie haben sich nicht gefragt, wohin er unterwegs war. Wir erlebten live, wie die Vorgesetzten von Hauptmann Ultimo die historische Festnahme des Paten der Paten im Fernsehen verkündeten. Ganz rechts in Zivil Oberst Mario Mori, der die Verhandlungen mit der Cosa Nostra führte und die Ermittlungen leitete, die zu Riinas Verhaftung führten. Er war seltsam still. Was nach Riinas Verhaftung geschah, ist schlicht unglaublich. Wir alle haben angenommen, dass die Ermittlungen fortgesetzt werden, dass Riinas Nest durchsucht wird und dass auch nach den anderen gefahndet würde, die Riina unterstützt hatten, als er in dem Villenpark am Stadtrand Palermos untergetaucht war. Aber nein. Stattdessen wurde die Videoüberwachung abgebaut und das Anwesen nicht durchsucht.
Da das Nest, nennen wir es mal so, also da das Haus nicht durchsucht wurde, entschieden wir in den darauffolgenden Tagen, es ausräumen zu lassen. Also alle Kleidungsstücke weg, der Safe, alles, was mit Toto Riina in Verbindung gebracht werden konnte. Ich habe nicht gesehen, was im Safe war, aber mit 100%iger Sicherheit hat das alles seine Frau weggeschafft. Ninetta Bagarella, kann sein, auch noch andere, aber vor allem seine Frau. Und sie wird alles nach Corleone gebracht haben. Ich kann versichern, und ich kenne auch andere Wohnungen, in denen Riina gelebt hat, da war immer ein Safe. Und da drin waren notarielle Urkunden, die Geschäftsbücher, sein ganzes Leben. Als ich erfuhr, dass tatsächlich keine Durchsuchung stattgefunden hatte und dass der Staatsanwalt das Nest von Toto Riina erst betreten hatte, nachdem es komplett ausgeräumt, gereinigt und neu gestrichen worden war, da habe ich sofort gedacht, dass es eine geheime Absprache zwischen den Vertretern des Staates und der Mafia gegeben haben musste. Pezzi dello Stato e pezzi della Mafia. Damit begann eine ganze Reihe von erstaunlichen Geschichten. Die Carabinieri gaukelten den Journalisten sogar vor, das Nest befände sich woanders, nicht weit von hier, auf dem Anwesen eines Bauern, der von Riina so gut wie gar nichts wusste. Jedenfalls wurden die Journalisten in die Irre geführt. Warum das Ganze? Gewisse Journalisten waren bereit, sich für die Inszenierungen der Carabinieri herzugeben. Hubschraubereinsätze, Spezialkommandos, gestellte Razzien. Um wem etwas vorzumachen? Und wer zog die Fäden hinter dieser Maskerade? Ein paar Tage später präsentierten die Carabinieri einem Fernsehteam den angeblichen Unterschlupf Riinas. Es ist alles da. Das Geheimversteck. Der mannsgroße Safe, die Milchflaschen der Kinder, der Schreibtisch des Paten und, um das Bild komplett zu machen, der Swimmingpool. In einer Villa, die Riina nie gehört hat. Warum das Ganze? Warum wurde das Nest nicht durchsucht? Wie ist es möglich, dass so wichtige Ermittlungen in dieser Situation einfach aufgegeben wurden? Es wurden 1000 Gründe genannt. Oberst Mori sagte, es habe Missverständnisse mit der Staatsanwaltschaft gegeben. Hauptmann Ultimo sagte, die Observation in der Via Bernini sei für seine Männer zu gefährlich geworden. Die Richter sagten, es sei ihnen von den Carabinieri versichert worden, die Ermittlungen würden fortgesetzt. Und gerade deshalb, und um vielleicht noch einige Gehilfen von Riina festnehmen zu können, hätte die Polizei auf keinen Fall in die Villa eindringen dürfen, in der der Pate der Paten gehaust hatte. Also 1000 Erklärungen und alle im Widerspruch zueinander. Bis heute ist vieles im Dunkeln geblieben. Gibt es Zweifel? Während der verschiedenen Gerichtsverfahren, bei denen er sich für die von ihm befohlenen Morde verantworten sollte, beharrte Riina lediglich darauf, er habe nichts zu bereuen. Ich habe 16 Monate, 17 Monate, isoliert von allem und von allem. Nach seiner Festnahme hat Riina das Gefängnis nicht mehr verlassen. Er verbrachte 24 Jahre isoliert in Hochsicherheitszellen. 24 Jahre auf der Flucht, 24 Jahre in Haft. Am Ende verrät er sich, als eines seiner Gespräche beim Hofgang abgehört wird. Gegenüber einem jungen Begleiter stellt er sich nicht länger als den guten Familienvater, den guten Christen oder den schlichten Bauern hin. Er prahlt vielmehr, er sei der große Boss gewesen, der mit seiner Bande von Killern all jenen die Rechnung präsentiert habe, die es gewagt hätten, im Namen Gottes gegen ihn zu kämpfen.
Das Anwesen, auf dem Riina seine alten Tage verbringen wollte, wurde vom Staat beschlagnahmt. Es ist heute eine Kaserne der Guardia di Finanza, der Zollfahndung. Am 17. November 2017 wurde Salvatore Riina auf dem Friedhof von Corleone beigesetzt, nicht weit von seinen Komplizen und seinen Opfern. Der aktuelle Gesundheitszustand der sizilianischen Mafia, wehe dem, der glaubt, ihr Gesundheitszustand sei so schlecht, dass die Cosa Nostra auf der Intensivstation liege. Nein, ihr Zustand ist, sagen wir mal, sie ist angeschlagen, aber auf dem Weg der Besserung. Ob die Mafia eines Tages einfach erlöschen wird, ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ich möchte dazu eine Äußerung zitieren und den Zuschauern die Einschätzung überlassen. Giovanni Falcone hat diese Frage einmal so beantwortet und keiner hat die Mafia so gut und so gründlich gekannt wie er. Klar, eines Tages wird die Mafia erlöschen, weil die Mafia ein menschliches Phänomen ist. Das Schlimmste, das man sich vorstellen kann. Dennoch ist sie ein menschliches Phänomen. Und alle menschlichen Phänomene haben einen Anfang, einen Verlauf und so ist das Schicksal nun mal auch ein Ende. Ich denke, Falcone wird recht behalten. Die Frage ist, wann dieser Verlauf zu Ende sein wird. Ich befürchte allerdings, an diesem Tag werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein, sondern woanders. Sulla terra sarò altrove. Alle Cosa Nostra-Killer, die in diesem Film aussagen, sind sogenannte Reuige. Männer, die sich entschieden haben, mit der Justiz zusammenzuarbeiten, um ihre lebenslangen Haftstrafen zu reduzieren, indem sie Informationen über die Cosa Nostra und vor allem die Morde auf Befehl der Kommission liefern. Sie leben heute unter einer neuen Identität. Um sie nicht zu gefährden, erscheinen sie maskiert unter ihren alten Namen. Sie alle haben mich gebeten, den Familien ihrer Opfer ihre Bitte um Verzeihung und den Wunsch nach Vergebung zu übermitteln.